Herzlich willkommen zum heutigen Teil 20 meines Infodienstes Leben ohne Krankheit. Gestern habe ich mich bei Ihnen mit der Aussicht verabschiedet, dass Sie heute die Nuklearmedizin als Möglichkeit des Wohlergehens erfahren werden. Viele werden sich nun sicher fragen, wie kann es einem Wohlergehen bringen, wenn die überall gefürchtete, ja mancherorts verteufelte Radioaktivität einem in den Körper gespritzt wird. Radioaktiv will unser Land ja nicht mal mehr in der Energieerzeugung sein. Es gibt dort längst den Beschluss zum Ausstieg aus der Radioaktivität. Anscheinend existiert in der Bevölkerung weit verbreitet auch diese strikte Ablehnung von Kernkraftwerken. Ich lehne zuerst die Lagerung der Atombomben in Deutschland ab, noch vor den Kernkraftwerken, finde aber im Moment mit dieser Idee offensichtlich keine Mehrheiten. Aber nun zur Nuklearmedizin. Ich möchte eine Anwendung aus dem Bereich der Therapie, genauer gesagt der Tumortherapie, und eine Anwendung der Diagnostik in der Nuklearmedizin vorstellen. Ich sage es gleich vorab, dass ich der Nuklearmedizin sehr zugeneigt bin, weil ich dort beruflich und wissenschaftlich viel gelernt habe und mir auch einbilde, etwas für das Wohlergehen einiger Patienten in den vielen Jahren mit beigetragen zu haben. Erstens, Anwendung der Radiojodtherapie. Bei bestimmten Schilddrüsentumoren ist die radioaktive Substanz Radiojod sehr vorteilhaft. Nachdem der Patient das Radiojod als Trunk oder per Injektion in kleinem Volumen in die Armvene injiziert bekommen hat, geht dieses radioaktive Jod sofort, ebenso wie inaktives Jod, in die Zellen der Schilddrüse, somit auch in die besonders bioaktiven Tumorzellen. In der Zelle wirkt der Strahlenanteil der nicht so weit reichenden Beta-Strahlung des Radiojods und zerstört die Tumorzellen von innen komplett. Das alles geschieht ohne Operation, also ohne Wunden und Schmerzen. Es muss auch nicht wie bei der herkömmlichen Strahlentherapie durch die Haut und gesundes Gewebe gestrahlt werden. Es strahlt sozusagen von innen und nur in der Zelle. Für Erwachsene, die keinen Nachwuchs mehr erwarten, bringt diese Methode wahrlich nur Wohlergehen mit relativ geringem Risiko. Denken Sie nur an die operativen Eingriffe, bei der schon so mancher Patient die Stimme als Folge verloren hat. Der Stimmbandnerv wurde bei der Operation von Schilddrüsen schon häufig durchtrennt. Narkoserisiko, Beatmung und Wundheilungsprobleme kennt die Nuklearmedizin bei der Radiojodtherapie nicht. Zweite Anwendung der Nuklearmedizin. Ich spreche über die Diagnostik am Herzen. Hier gibt es in der Nuklearmedizin auch gegenüber der röntgenologischen Diagnostik erhebliche Vorteile, wenn die Funktion des Herzens bzw. Fehler dieser Funktion erkannt werden müssen. Erinnern Sie sich, dass ich schon beschrieben habe, dass Herzkatheteruntersuchungen invasiv sind, Kontrastmittel verwenden und entsprechende Risiken mitbringen. Die Strahlenbelastung kann aufgrund der Dauer der Durchleuchtung erheblich sein beim Röntgen. Hier hängt vieles vom Geschick des untersuchenden Arztes ab. Jedenfalls ist die Strahlenexposition üblicherweise größer als bei der Nuklearkardiologie. Letztere ist nicht invasiv. Um die Pumpfunktion des Herzens, also seine Leistung, zu ermitteln, wird das Blut mit einer geringen Menge Radioaktivität im Volumen einiger Tropfen markiert. Die von außen gemessene Radioaktivität lässt sich entsprechend der Verteilung als Bild darstellen. Wir nennen diese Bilder Sintigramm. Es ist sogar möglich, sehr viele Bilder während des Pumpens vom Herzen zu machen, ohne dadurch die Strahlenbelastung zu erhöhen. Bei Herzkatheteruntersuchungen mit Röntgen also steigt mit jeder Aufnahme die Strahlenbelastung für den Patienten. Bei der Nuklearmedizin entsteht durch mehr Bilder keine erhöhte Strahlenbelastung. Durch die vielen Bilder kann genau analysiert werden, mit welcher Leistung das Herz arbeitet. Diese Angaben können sogar während der physischen Belastung, zum Beispiel während Fahrradfahren, erfasst werden. Latente Erkrankungen des Herzens, die sich in Ruhe eventuell nicht zeigen, sind mit Nuklearmedizin sensibel zu erkennen, wenn der Patient belastet wird.
Und wir wissen ja, dass eine Herzerkrankung früh genug erkannt, eventuell eher zu heilen ist. Weil die Nuklearkardiologie es aufgrund ihrer relativ geringen Strahlenbelastung möglich macht, im Verlaufe der Therapie zu untersuchen, kann der Therapieerfolg erfasst werden, beziehungsweise bedarfsgerecht, rechtzeitig können Änderungen in der Therapie erfolgen, bis es dem Patienten wieder gut geht. Dass die Nuklearkardiologie der Röntgenkatheteruntersuchung wegen der Invasivität des Kontrastmittels und der Strahlenbelastung vorgezogen werden sollte, ist uns also jetzt klar. Doch warum arbeitet man bei Herzuntersuchungen nicht gleich nur mit Ultraschall oder Magnetresonanztechnik? Diese beiden Techniken haben gar keine ionisierende Strahlung und somit keine Strahlenbelastung für den Patienten. Während diese Verfahren nicht auch der Nuklearkardiologie mit deren Radioaktivität vorzuziehen? Soweit es die Fragestellung bei den Patienten erfüllt, kann durchaus mit Ultraschall oder Magnetresonanztechnik gearbeitet werden. Und das ohne ionisierende Strahlung. Nur kann mit Ultraschall oder Magnetismus nicht so realitätsgetreu und sensibel wie bei der Nuklearmedizin diagnostiziert werden. Bei der Nuklearmedizin kann sogar der Stoffwechsel im Herzmuskel gemessen werden. Das bedeutet, dass die Zellen des Herzmuskels erkannt werden können, die eventuell bei einem abgelaufenen Herzinfarkt zu Schaden gekommen sind. Die sogenannte Vernarbung des Herzmuskels nach Herzinfarkt kann somit genauestens beurteilt werden. Es gibt sogar Verfahren in der Nuklearmedizin, die den Masseanteil abgestorbenen Gewebes im Herzmuskel auf das Gramm genau erfassen können. Für die Prognose und die weitere Therapie des betroffenen Patienten kann es von größter Bedeutung sein, darüber genau Bescheid zu wissen. Was sollten Sie meinem heutigen Beitrag hauptsächlich entnehmen? Bitte sprechen Sie vor jeder Diagnostik oder Therapie mit Ihrem Arzt darüber, wie das Verhältnis von Risiko und Nutzen aussieht. Beziehen Sie dabei die Strahlenbelastung in Ihre Überlegungen mit ein. Vorzuziehen sind Untersuchungen oder Therapien selbst mit ionisierender Strahlung immer dann, wenn das Nutzen-Risiko-Verhältnis für Sie gut aussieht. Es geht dabei nicht nur um Strahlung oder Nichtstrahlung, sondern auch um weitere Faktoren wie zum Beispiel Lebensalter des Patienten oder Fragestellung der medizinischen Maßnahme. Deutschlands Ausstattung mit Medizintechnik ist sehr reichhaltig, sodass Sie nach eingehender Beratung sich das für Sie optimale Verfahren aussuchen können. Das gilt für Diagnostik und Therapie. In weiteren Beiträgen kehren wir zu dieser Problematik sicher wieder zurück. Dieses Kapitel 20 heute ist in der Folge der täglichen Beiträge der zunächst letzte in unserem Infodienst. Ab jetzt geht es nicht mehr täglich, sondern wöchentlich weiter. Ich denke, wir können stolz sein, eine beachtliche Wissensbasis in den vergangenen 20 Tagen aufgebaut zu haben. Ich bedanke mich für Ihre Treue beim Mehren Ihres Wissens über meinen Infodienst. In circa einer Woche geht es dann mit weiteren interessanten Themen weiter und es das heißt dann wieder Leben ohne Krankheit. Ich freue mich darauf.